Hallo meine lieben Birdriders, hier ist wieder euer Landsquid. Heute mit 35 faszinierenden Fakten über den OG der Fallout-Welt, den Meister, der erste große Antagonist und Endboss der gesamten Reihe. Wenn ihr euch für Fallout interessiert, und ich vermute mal, das ist der Fall, sonst hättet ihr nicht auf dieses Video geklickt, dann interessiert euch höchstwahrscheinlich auch mein neues Podcast-Projekt, ein Nachfolgerprojekt von Coffee Cake and Games mit dem Namen Pixelwerk. Pixelwerk ist der einzige Premium-Podcast, der sich nicht hinter einer Paywall versteckt. Das heißt, alle Folgen landen auch wirklich öffentlich. Für alle hörbar im RSS-Feed und auf dem neuen YouTube-Kanal. Nichts wird hinter einer Paywall versteckt. Trotzdem ist jede Folge Premium. Und natürlich, ne, da das mein Podcast ist und ich nun mal ziemlich deep im Thema drinstecke, wird Fallout eine große Rolle in diesem Podcast spielen. Auch wenn ich mich auf alle möglichen Videospiele und nerdige Themen irgendwie konzentrieren will und nicht nur auf Fallout. Aber tatsächlich findet ihr jetzt auf dem Kanal oder im Podcast schon eine Fallout-Folge. Ein Gespräch mit Michael, das haben wir damals noch für CCG aufgenommen. Das war lange hinter der CCG-Paywall. Und zur Feier der Umwandlung quasi haben wir einige Premium-Folgen von CCG früher jetzt veröffentlicht für alle. Und unter anderem eben auch eine Folge über die größten Fallout-Mythen. Ich verlinke euch das Ganze gerne in der Infobox, schaut unbedingt vorbei. Wie gesagt, Fallout wird eine große Rolle spielen. Es wird auch sehr bald nochmal ein ausführliches Gespräch zum Thema Fallout-Serie geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und es wäre super awesome, wenn wir den neuen YouTube-Kanal für das neue Projekt relativ schnell auf 1000 Subs boosten könnten. Das wäre wirklich, wirklich cool. Also ihr würdet mir den großen Gefallen tun und ihr kriegt, denke ich, hoffe ich, auch ziemlich coolen Fallout-Content hat. So, aber jetzt, genug der Eigenwerbung. Weiter geht's mit dem Meister. Der Meister heißt eigentlich vollständig ausgesprochen der Meister der Supermutanten. Aber eigentlich heißt er Richard Gray. Aber eigentlich heißt er Richard Morrow. Aber eigentlich, nein, nicht wirklich. Aber er hat auch noch viele Spitznamen wie zum Beispiel Holy Flame, Dark God, Night God und Father Hope. Der Meister hat wirklich mehr Namen als Augen. Das ist auch nicht so verwunderlich, denn er hat nämlich tatsächlich nur zwei Augen. Also zumindest zwei, von denen wir wissen. Die Stats des Meisters können sich tatsächlich sehen lassen. Er ist zwar kein Frank Horrigan, aber fast alle seine Werte sind auf 10 gemaxt. Nur sein Glück steht nur auf 7 und seine Ausdauer lediglich auf 2. Richard, wie er eben früher hieß, ist noch vor dem großen Krieg geboren. Er hat den Vault 8 Schutz vor den Bomben gefunden und beim Aufbau vom Vault City mitgeholfen. Im Jahr 2092 wurde er allerdings wegen Mordes aus Vault City verbannt. Mit dem Verlassen der Vault hat er seinen Nachnamen Morrow abgelegt und ihn zu Gray geändert. Sein ursprünglicher Name Morrow ist eine Anspielung an den gleichnamigen Doktor aus H.G. Wells' The Island of Dr. Morrow, in dem ein Arzt auf einer Insel heimlich Mensch-Tier-Hybriden erschafft. Richard war ein Doktor und hat nach seiner Verbannung in The Hub weiter praktiziert. Der Meister wurde im Englischen von Jim Cummings synchronisiert, der unter anderem auch als Darkwing Duck bekannt war. Außerdem wurde natürlich gleichzeitig von Catherine Sauce oder Saucy oder so synchronisiert, die man auch schon als Lita Halford aus Brutal Legend kennen könnte. Der männliche Synchronsprecher Jim Cummings hat interessanterweise auch einige kleine Rollen in Fallout 4 gesprochen, darunter männliche Minutemen, männliche NPC-Siedler und ein paar andere, die halt so durch die Welt laufen, namenlose Figuren. Der Meister hat eine eigene Magic the Gathering-Karte. Natürlich, warum auch nicht? Und ich habe sie zu Hause und sie ist wunderschön. Richard und Harold waren Freunde, als sie noch Menschen waren. Die beiden haben 2102 eine Expedition vom Hub aus gestartet, um die Quelle der Mutanten zu finden, die in letzter Zeit vermehrt Karawanen angegriffen haben. Bei dieser Expedition haben sich die beiden in der Mariposa-Militärbasis mit dem FEV infiziert.
Während Harold nur leicht infiziert wurde und fliehen konnte, verbrachte Gray gleich mehrere Tage im dickflüssigen FEV und schaffte es gerade so nicht zu ertrinken. Er mutierte über die Wochen hinweg ziemlich wild und es dauerte lange, bis sich sein Körper schön langsam stabilisierte. Nachdem er den Tank verlassen hatte, wurde ihm schön langsam bewusst, wie sehr er sich verändert hatte. Gray war allerdings nicht von Anfang an der formlose Schleim, der er heute ist oder als den wir ihn kennenlernen. Genaues über seine Mutation wissen wir nicht, aber er war wahrscheinlich noch einigermaßen humanoid geformt. Ihm fiel allerdings auch relativ schnell auf, dass sich nicht nur sein Körper, sondern auch sein Geist verändert hatte. Er verfügte nun über mentale Fähigkeiten und seine Intelligenz war massiv gesteigert. Er konnte nun mit Leichtigkeit die schwierigsten philosophischen Probleme der Weltgeschichte lösen. Aber vielleicht war er dabei auch ein bisschen wahnsinnig geworden. Er begann daraufhin mit seinen FEV-Experimenten. Als er beispielsweise eine Ratte und einen streunenden Hund gleichzeitig in den FEV tauchte, verschmolzen die beiden Wesen zu einem neuen. Und er entwickelte seine eigene neue Strömung der Philosophie, die er Unity nannte. Eine Einheit, das war seine Vision. Letzten Endes sollte alles Leben auf der Erde eins werden, und zwar wortwörtlich. Nur so könne man, so glaubte Gray, zukünftige Kriege und Konflikte zwischen den Menschen endgültig vermeiden. Im Laufe der nächsten Jahre injizierte sich der Meister selbst immer wieder mit kleinen Dosen des FEVs, um weiteres Verständnis über diesen seltsamen Virus zu erlangen und um durch gezielte Mutation seinen Körper und seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Zu diesen Fähigkeiten gehörte zum Beispiel die Telepathie. Er konnte sich sogar direkt mit den Großrechnern der Mariposa Militärbasis vernetzen und erlangte so ein sehr tiefes Verständnis über den Forced Evolutionary Virus sowie einige andere Militärgeheimnisse. Mit Hilfe des neuen Wissens erschuf er immer bessere Mutanten, mit denen er verschmolz. Und so wurde Gray immer mehr zum cybernetischen Hive-Mind, das wir eben kennen. Menschliche Testsubjekte waren schwer zu bekommen, aber bis zum Jahr 2130 konnte sich der Meister nach und nach nicht nur selber ausbauen und optimieren, sondern auch eine kleine Armee seiner perfektionierten, intelligenten Supermutanten erschaffen. In den darauffolgenden Jahren konnte eine Supermutanten-Massenproduktion gestartet werden. 2152 erweiterte der Meister sein Repertoire dann noch einmal, indem er Morpheus und seine Weltuntergangssekte rekrutierte. Aus ihnen wurden die Kinder der Kathedrale, die im Meister eine Art Gott sahen. Sie waren im Grunde das öffentliche PR-Team des Meisters, die seine Idee von der Unity verbreiten sollten, um die Menschheit auf die Einheit vorzubereiten. Die Elite-Truppen des Meisters trugen Stealth Boys mit sich herum. Sie waren die meiste Zeit getarnt und als Night King bekannt. Die Langzeitnutzung der Stealth Boys hatte allerdings schwerwiegende Folgen für die Psyche der Night King. Diese prägten sich allerdings erst lange Zeit nach dem Tod des Meisters aus. Nachdem der Meister von der Mariposa Militärbasis in die Vault in Los Angeles umzog, hatte er Zugriff auf Vault-Techs Datenbänke und kannte nun den Standort vieler Vaults in der Umgebung. Da umverstrahlte Menschen für seine Experimente extrem wertvoll waren, ließ er die noch geschlossenen Vaults von seinen Supermutanten aufbrechen, um neues Material für seine Einheit zu erlangen. Der Meister kommt zwar nur in Fallout 1 vor, wird allerdings in vielen Fallout-Spielen erwähnt. Nur in Fallout 4 und 76 findet ihr keine einzige Referenz zum Meister. Neben Supermutanten hat der Meister auch viele andere Mutanten erschaffen, so wie beispielsweise die Zentauren, Mensch-Hund-Hybriden. Der Meister war nicht nur extrem charismatisch und ein sehr guter Redner, er war auch ein Psyker. Das bedeutet, dass er in den Verstand von anderen telepathisch eindringen konnte, um diesen dann zu manipulieren oder die Personen zu terrorisieren. In Fallout 1 spricht der Meister mit einer Roboterstimme und zwei männlichen sowie einer weiblichen Stimme. Of course. Mutants are best equipped to deal with the world today. Who else? The ghouls? Please. Normals! They brought nuclear death to us all.
This will be the age of mutants. Mutants. Die Kathedrale des Meisters war ein Vorkriegsgebäude. Es wurde also nicht erst nach dem Krieg von den Kindern der Kathedrale errichtet. Ein Gebäude, das den Atomkrieg fast unbeschadet überstanden hatte. Die Kinder der Kathedrale spannen daraus einen Mythos, in dem die Kirche als heilige Geburtsstätte des Meisters einen übernatürlichen Schutz hatte. Zu Zeiten des Krieges hatte der unmutierte Grey natürlich noch keine Verbindung zu dieser Kathedrale. Der Meister war eine der wenigen Fallout 1 Figuren, die einen Talking Head und somit auch Synchronstimmen, in dem Fall mehrere ja eben, erhalten hatte. Im Fallout Tabletop Spiel Fallout Wasteland Warfare ist der Meister eine wirklich ziemlich schön designte Figur. Der Meister wäre auch im geplanten Fallout-Film aus den 90ern, frühen 2000ern der große Antagonist gewesen. Leider wurde dieser Film ja gecancelt. Auf der Website von Project V13, einem nie erschienenen Fallout-Spiel von Interplay, konnte man in einen Holztisch geritzt die Worte "The Master Lives", also der Meister lebt, lesen. Gut möglich, dass er also in diesem Spiel eine größere Rolle hätte spielen sollen. Obwohl der Meister extrem intelligent ist und über telepathische Kräfte verfügt, kann man ihn in Fallout 1 davon überzeugen, dass sein Plan, die Menschheit in Supermutanten zu verwandeln und damit alle gleich werden zu lassen, unsinnig ist, da Supermutanten steril sind und die Menschheit so enden würde. Der Meister zerstört daraufhin sich selbst und seine Basis. Dabei macht die Argumentation, wenn man mal drüber nachdenkt, nicht mal besonders viel Sinn, denn letzten Endes sollte ja alles zu einem großen Wesen zusammenfusioniert werden. Die Supermutanten sind ja nur ein Übergang zum Erreichen seines großen Ziels. Aber gut, der oder die Vault-Dweller ist halt wirklich, wirklich gut im Überzeugen, wenn man Speech hoch genug skillt. Der Meister wurde am 3. März 2162 von dem oder von der Vault Dweller getötet oder, wie die Fallout Bible es sagt, Vault Dweller kicked the Master's ass. Nach dem Tod des Meisters startete die Unity einen Vergeltungsschlag gegen Necropolis, um den oder die Vault Dweller zu finden. Doch nach der Zerstörung der Mariposa Militärbasis waren alle Pläne der Unity endgültig vereitelt und die überlebenden Supermutanten verteilten sich über das Ödland auf der Suche nach einer neuen Heimat und einem neuen Ziel. Und das waren 35 Fakten über den Meister Richard Morrow. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Abonniert diesen Kanal hier, wenn ihr es nicht auch schon getan habt. Und schaut mal in die Infobox. Dort findet ihr einen Link zu meinem neuen Podcast Pixelwerk. Und bitte, bitte, bitte abonniert auch den YouTube-Kanal. Weil wie gesagt, wenn wir die 1000-Abo-Grenze möglichst schnell erreichen würden, das wäre absolut großartig. Das ist so eine wichtige Hürde, die auf YouTube genommen werden muss. Und ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auch sehr gerne auf Spotify oder über die Podcast-App eures Vertrauens hören. Der ist so gut wie überall erreichbar, wo auch Coffee Cake and Games erreichbar war. Und das heißt im Grunde wirklich fast überall, wo es Podcasts gibt. Also, vielen Dank für alles, vielen Dank fürs Zusehen und mögen die Tentakel der Tiefe euch vor Charakteren mit Speech 200 bewahren, die euch dazu bringen, eure Lebensziele aufzugeben, obwohl ihre Argumentation logisch sogar löchrig ist. Tschüss!